Danke für die Einladung und ich wurde gebeten, nachzudenken, laut nachzudenken zu dem Wort Jesu: Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Das sagt Jesus zu seinen Jüngerinnen, zu seinen Jüngern. Ich war früher Automechaniker und schon als kleines Kind hat es mich immer interessiert, wie verschiedene technische Geräte funktionieren. Wie funktioniert das Lichtsein, könnte ich jetzt fragen. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, heißt das noch nicht automatisch, dass wir wissen, wie ein Auto oder ein Motor funktioniert. Und ich kann mich auf eine Brücke stellen, wo unten die Autobahn durchführt und kann da 2000 Autos sehen und ich sehe, es funktioniert. Aber wie funktioniert es? Da müsste ich ein Auto auf den Parkplatz holen, die Motorhaube aufmachen und einmal schauen, was da so ist. Also, wie funktioniert denn der Motor? Oder wie funktioniert das Licht? Ich weiß, dass es gelegentlich nicht funktioniert. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr sollt es sein. Er sagt nicht, bemüht euch. Und er sagt nicht, ihr seid verpflichtet, Licht zu sein. Ihr seid es. Das sagt er denen, die mit ihm unterwegs sind. Grundsätzliches, wir glauben daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er vom Vater uns geschenkt ist, dass er das Menschsein angenommen hat und dass er eben von dem kommt, von dem die Heilige Schrift sagt, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also, der Sohn Gottes, der vom Vater kommt, kommt aus dem Licht. Und wir kennen ja diese Gedanken. Er ist Licht. Ich bin das Licht der Welt, sagt er über sich. Und er bringt das Licht. Und wo Menschen sich auf ihn einlassen, jetzt kommt's, die werden belichtet. Die werden angeleuchtet. Denken wir noch einmal an die Natur. Der Mond hat keine Leuchtkraft in sich. Wenn wir an manchen schönen Wintertagen bei Vollmond in einer Berggegend sind und wir sehen, wie alles leuchtet, dann ist es die Sonne, die uns das Licht zukommen lässt, über den Mond. Christus ist für uns die Sonne, indem er uns Licht gibt, haben wir Licht und können wir Licht ausstrahlen. Wer kein Licht hat, kann kein Licht ausstrahlen. Ich weiß nicht, was eure Mitmenschen über euch denken, wie sie euch erleben und ob sie sehr dankbar sind oder nur durchschnittlich dankbar, dass sie Licht in ihrer Umgebung haben. Dass da jemand ist, der von Gott über den Sohn Gottes Licht in ihre Welt bringt. Eine wunderbare Angelegenheit.
wie viel Licht bringt ihr? Wie viel Licht bringe ich, frage ich mich. Und funktioniert es so, wie es sich Jesus gedacht hat? Nämlich, bleib mit mir in Gemeinschaft, dann wird deine Mitwelt angeleuchtet, erleuchtet, ja, selbst zum Licht. Wie funktioniert das oder was ist los, wenn die Strahlkraft so mancher, die sich Christen nennen, relativ gering ist? Ist die Sonne, also Christus, schwach? Oder ist der, der sich Christ nennt, zu wenig im Einflussgebiet Jesu? Wie hell jetzt ein Christenmensch, Christin, Christ, eine Jüngerin, ein Jünger leuchtet, wie hell jetzt jemand leuchtet und wie sehr wir Christen eine Kontrastgesellschaft bilden, die einfach Licht hereinbringen, wie hell jemand Licht ist, das hat zu tun mit der Qualität der Jesusbeziehung. Hat jemand eine schwache Strahlkraft, lade ich ihn ein, schau dir die Jesusbeziehung an. Hat jemand eine starke Strahlkraft, viel Leuchtkraft, sage ich Dankeschön, du bringst mir Licht. Deine Jesusbeziehung bringt Licht in mein Leben und ich brauche es so dringend, das Licht. Also, wenn es nicht an Jesus liegt, dann könnte es an der Verbindung Jesus-Mensch liegen. Könnte es daran liegen, dass sozusagen der Leuchtkörper, wir unterscheiden ja zwischen Leuchtkörper und Licht, dass der Leuchtkörper, der grundsätzlich leuchten kann, dass der zu wenig guten Anschluss hat an die Kraft, an das Licht, an den Geist, an das Leben, an die Liebe, an die Wahrheit. Also Licht steht ja für Geist, für Leben, für Wahrheit, für Liebe. Ihr bringt das alles zur Welt, sagt Jesus. Und wir sind nicht die Produzenten von Liebe. Die Liebe, sagt der Johannesbrief, sie stammt von Gott und nicht aus der psychischen Kraft eines Menschen. Sie stammt nicht aus der Willenskraft des Menschen oder aus seinem Köpfchen, aus seiner Intelligenz. Nein, sie stammt von Gott. Wie das Licht, das den Mond anstrahlt und die Erde auch um Mitternacht erhält. Also es liegt an der Beziehung zu Jesus, wie sehr eine Jüngerin, ein Jünger Licht ist. An der Beziehung liegt es. Ich möchte ein bisschen zeichnen. Wir wissen, dass die Christin, der Christ, sich so nennt, weil Christus in ihm wohnt. Also Christus selbst, der Sohn Gottes, Jesus, macht meine Menschennatur zum Christen. Zur Christin. Also in der Taufe wird ja besiegelt, bestätigt, geschenkt, dass Christus im Menschen wohnt und dadurch wird der natürlich geborene Mensch zum Gotteskind, zum Kind Gottes, zum
Jünger Jesu zur Jüngerin Jesu. Jesus spricht davon im Gespräch mit Nikodemus, Kapitel 3 bei Johannes, dass die Geburt aus der Mutter gut ist, sehr gut, aber nicht genügend, weil wenn du nur die natürliche Geburt verwirklichst, dann atmest du den Geist dieser Welt. Aber du kennst noch nicht die Schätze des Gottesreiches. Erst wenn du aus Gott, aus dem Geist geboren bist, kennst du die Schätze des Gottesreiches und kannst sie entgegennehmen. Das heißt, du musst zweimal geboren werden. Aus der Mutter, das sind wir, und dann auch aus Gott, das sind wir auch. Es kann aber sein, dass dieser Geburtsprozess noch nicht fertig ist. Sogar die Psychologen sprechen davon, dass der natürliche Mensch in einem ständigen Prozess des Werdens ist. Also er wird ständig auch geboren und wächst. Das könnten wir uns so vorstellen, dass ein kleines Kind einfach so wächst, der Mensch. Rein biologisch, rein natürlich, rein physisch, körperlich, mit seinen Kräften entwickelt er sich. Jetzt könnten wir sagen, wenn er Glück hat durch seine Familie, dann wird er ein bisschen gut erzogen und hat Bildung, Kultur, ideal. Das könnten wir so andeuten, da wird ihm etwas dazu geschenkt. Und der natürliche Mensch, der grundsätzlich mit Kräften ausgestattet ist, nicht nur zum Essen und Trinken und zum Schlafen und Arbeiten, sondern auch zur wunderbaren Fortpflanzung, mit Sexualität, mit natürlicher Kraft, der kann das alles ziemlich gut gestalten. Das ist Bildung, das ist Erziehung, das ist Kultur, das ist Selbsterziehung. Da sind wir, können wir sagen, im psychologischen, humanistischen, anthropologischen Bereich. Jetzt, sagt Jesus, geht es auch darum, dass du aus Gott geboren wirst. Und das zeichne ich jetzt grün, weil es steht für Leben. Ja, könnt es auch rot zeichnen, es steht für Liebe. Also jetzt, erst wenn der Mensch aus Gott geboren ist und er seine Körperkräfte, auf die ich nicht näher eingehen kann aus Zeitgründen, seine psychologischen Kräfte, erst wenn er sie im Geiste Jesu, im Geiste des Evangeliums gestaltet, dann lebt er als Jüngerin, als Jünger Jesu, dann ist er im Vollsinn Kind Gottes. Das heißt, Erziehung und Ausbildung ist notwendig, aber diese Belichtung durch Jesus ist unersetzlich. Und dieses Belichtetwerden vom Geist Gottes, von der Gnade, vom Wort Gottes, das nennen wir neugeboren werden. Eine neue Schöpfung sein. Und wenn das nicht geschieht, dann bleiben die Leute tüchtig beim Diskutieren und beim Studieren und beim Streiten und im schlimmsten Fall beim Krieg führen. Aber sie werden nicht die Art Jesu ins Denken, ins Reden und ins Handeln einbauen. Es geht darum, wie sehr hat der Geist Jesu hier mit Grün signalisiert, Zugang zum Herzen des Menschen. Wir haben genug Papier. Ein Theologiestudent in einer schönen Bibliothek, hunderte oder tausende Bücher, hat einmal formuliert: Ach Gott, so viel Papier zwischen dir und mir. Also, es soll nicht das Papier trennen, sondern soll verbinden. Ihr könnt alles wieder vergessen und ihr sollt euch das merken oder noch mehr,
es soll der Geist in euch das bewirken, was er bewirken will. Und alles Gesprochene ist nur ein Geistöffner, ein Türöffner für den Geist. Der Menschengeist soll sich offen halten für den Geist Gottes. Das ist unser Ziel. Nicht die Leistungsfähigkeit des Kopfes ist es. Jetzt eine andere Skizze. Das machen wir so. Und da sage ich gern, wir haben so ein Ich-Bewusstsein. Das bin ich. Das könnten wir im Kopf ansiedeln, aber genau genommen bin ich der ganze Mensch, klar. Jetzt kommt es vor, dass Menschen ihr Leben gestalten wollen, Politik und Kirche gestalten wollen, hauptsächlich über den Kopf. Und wenn die dann diskutieren, studieren, streiten, dann kreisen sie halt im Kopf. Es gibt andere, die nehmen das Menschsein in einer vollständigeren Weise ernst, die nehmen auch einen schönen Teil der menschlichen Natur ernst, des Leibes, der Gefühle, der Empfindungen, der psychischen Kräfte, der Emotionen. Also die leben noch mehr humanistisch. Also ist schon ein Fortschritt. Und es kann sein, dass manche Menschen mal so, mal mehr im Kopf sind, mal mehr im Bauch. Da gibt es Menschen, die sind, wenn sie Stress haben, total im Kopf und nicht kreativ, nur in der sogenannten linken Gehirnhälfte. Und nicht kreativ, die rechte wäre das. Oder manche sind, wenn sie im Stress sind, totale Chaoten. Alles vom Bauch heraus, aber ohne klare Gedankenführung. So versucht der Mensch, Antworten auf seine Fragen zu finden. Wir haben aber auch eine Dimension, die von sehr vielen Menschen vernachlässigt wird. Das ist jener Bereich, der in der Tiefe ist. Wir sprechen in Bildern. Albert Einstein sagt, die Vorstellungskraft ist wichtiger als das viele Wissen. Also können wir uns das jetzt vorstellen, dass der eine Mensch viel im Kopf ist, der andere mehr im Bauch. Und dann gibt es die Möglichkeit, unter der Gefühlsebene die spirituelle Dimension wahrzunehmen. Wir sprechen in Bildern, die geistlichen Autoren, angefangen von Jesus und orientiert an Jesus, sagen, du musst in die Tiefe gehen. Erinnern wir uns an ein Gleichnis, das Jesus bringt, wo er erzählt vom barmherzigen Vater, der nämlich zwei Söhne hat und der Jüngere von den beiden macht drei Wege. Ihr wisst es, erster Weg, er geht fort. Dritter Weg, er kommt heim. Wo ist der zweite Weg? Jesus sagt, nachdem das ganze Geld verbraucht war und es ihm wirklich schlecht gegangen ist, da ging er in sich. Er ging in sich und begreift aus der Tiefe heraus, dass er ein Zuhause hat, dass er geliebt ist, und dass sein Leben einen anderen Sinn hat, als er vorher dachte. Lukas, 15. Kapitel, Vers 17. Er ging in sich. Das ist das Entscheidende.
Manche gehen in sich, wenn sie eine Krise haben. Manche werden besinnlich, wenn sie Glückserfahrungen machen, besondere, Gott sei Dank. Dass sie einfach merken, sie sind mehr als das, was die Schule so abruft und was die Berufswelt so braucht und fördert. Die geistlichen Autoren durch die ganzen Jahrhunderte, aber wiederum beginnend im Neuen Testament, sie sagen, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Du bist Wohnung Gottes. Und in der tiefsten Seele bist du, mit Johannes vom Kreuz gesprochen, ein vollendet schönes Ebenbild Gottes. Das heißt, da ist ein Bereich in dir, wo du unverletzbar bist, wo du nicht getäuscht werden kannst, wo auch der Böse nicht herein kann, wo es keinen Irrtum gibt. Ein vollendet schönes Ebenbild Gottes ist der Mensch. Im Buch Genesis wird uns gesagt, dass wir nach Gott gestaltet sind. Tatsache ist, dass es Menschen gibt, die kaum Kontakt aufnehmen mit ihrer eigenen Tiefe. Die nicht so bei sich zu Hause sind, wie sie zu Hause sein sollten. Und wir könnten jetzt das, was ich hier aufgezeichnet habe, was ich hier gezeichnet habe, könnten wir auch so signalisieren. Also, haben wir einen Bezug zur Tiefe, zur Mitte, Personmitte, Wesensmitte. Innerste Wohnung, sagt die heilige Teresa von Avila. Seelenfunke und so weiter. In die Mitte gehen, in die Tiefe gehen, dort wohnt Gott. Und dort ist der Kontakt mit Jesus am persönlichsten, am tiefsten. Je mehr ein Mensch in seiner Mitte lebt, desto wahrer lebt er. Desto mehr ist er in der Wahrheit seines Lebens. Natürlich subjektiv, aber das stimmt dann auch objektiv. Carl Rogers sagt, das Persönlichste ist gleichzeitig das Allgemeinste. Da sprechen wir von jedem Menschen. Also je mehr du in deiner Mitte lebst, desto mehr hast du Kontakt zu deiner Originalität. Und wiederum, es ist ein Philosoph gewesen, aber auch ein Wissenschaftler, Blaise Pascal, der sagt, alle Menschen werden als Originale geboren, die meisten aber sterben als Kopien, weil sie außenorientiert sind. Was macht man denn so an einem Samstagabend? Und das tun die meisten, somit wird schon stimmen, meinen die meisten. Wir wollen uns zu jenen zählen, die sagen, auch wenn wir nicht zu den meisten uns zählen, auch wenn das mit Jesus nicht alle anspricht, wir glauben, dass uns Jesus zur Originalität verhilft, dass wir zurückfinden zu unserer Originalität und dass wir die Originalität bewahren können. Also, Einwohnung Gottes in uns, in die Mitte gehen. Und Ziel ist natürlich, dass der Mensch, und wir Christen zeigen das unseren Mitmenschen, dass er als Gesamtheit lebt. Alle Bereiche in sich vereint. Ja, dann ist er der wirklich lebendige Mensch. Ich habe da was gepastelt. Die Teresa von Avila nämlich sagt, die innerste Wohnung ist vergleichbar mit einem leuchtenden Kristall. Und dieser leuchtende Kristall steht für die Einwohnung Gottes. Und dieser Kristall leuchtet in jedem Menschen. Das ist das Schöne. Ich könnte es eigentlich zeigen.
Geht das? Moment mal. Das geht so. Genau. So. Dieser leuchtende Kristall, der gehört ganz genau eigentlich positioniert, gehört er da. Oder auch in diesem Bild gezeigt, da ist er. Dieser leuchtende Kristall ist in jedem Menschen, ob er es weiß oder nicht, ob er es glaubt oder nicht. Die Teresa von Avila, eine Kirchenlehrerin, hat genug Selbstbeobachtung gemacht und hat festgestellt, dieses Leuchten nach außen kann beeinträchtigt sein. Ich zeige das jetzt einmal mit dem, dass ich da so etwas drüber gebe, wo das Leuchten nicht mehr so klar und frei nach außen ins eigene Bewusstsein strahlen kann. Es leuchtet, aber es strahlt nicht in das eigene Leben hinein und in der Folge nicht in die Mitwelt. Teresa von Avila spricht auch von der schlimmsten Variante und sagt, wenn ein Mensch zum Beispiel in schwerer Sünde lebt, dann ist das völlig zugedeckt. Aber er leuchtet. Und das ist frohe Botschaft. Das ist ein positives Menschenbild. Das hat Teresa unter anderem auch zur Kirchenlehrerin gemacht. Diese Einwohnung Gottes. Johannes von Kreuz nennt es mit den Theologen dann die substanzielle Einwohnung Gottes. Die Einwohnung, die gegeben ist, weil Gott überall ist. Also die wesentliche Einwohnung Gottes, die in jedem Menschen, auch im schweren Sünder ist. Die substanzielle Einwohnung Gottes, die gegeben ist. Johannes von Kreuz ist realistisch genug und erfahren genug und sagt, es gibt aber auch die Einwohnung Gottes aus Gnade. Das ist eine Art von Einwohnung, wo Gott gut und beliebt im Menschen wohnen kann. Also wo er gern gesehen ist. Nicht als Fremder, sondern als einer, der willkommen ist. Und das ist bei den glaubenden Menschen, das ist bei den getauften Menschen, das ist die Einwohnung aus Gnade, wo Gott sich einen Menschen schenken kann, weil der Mensch sagt, komm Heiliger Geist, komm Herr Jesus, komm Gott, wohne in mir. Du sollst richtig Raum bekommen in meinem Leben, in der Gesamtheit meines Lebens, in allen Bereichen. Für manche ist es vielleicht noch interessant, es gibt dann noch eine dritte Art von Einwohnung, die dann genannt wird, mystische Einwohnung. Die unterscheidet sich von der Einwohnung aus Gnade dadurch, dass Gott sich irgendwie besonders bemerkbar macht. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Es genügt, dass wir, Gott sei Dank, dass wir vom Kopf her glauben, sagen, Gott, danke, du bist in mir. Also, ob ich es jetzt gefühlsmäßig verspüre oder nicht, ist nicht entscheidend. Aber, als Draufgabe, es gibt eine, sagen wir ruhig, gefühlsmäßige Wahrnehmung. Es gibt eine psychologische Wahrnehmung. Ist nicht Freude, Osterjubel, Auferstehungsfreude, ist nicht Friede, ist nicht Gelassenheit, Trost und Zuversicht ein psychologisches Erleben? So betrachtet verspüre ich, dass Gott meiner Seele Frieden schenkt, Freude schenkt
oder dass sich meine Seele freut über Gott. Er freut an Gott. Es hat Leute gegeben, die haben sich Gedanken gemacht darüber, ob Gott spürbar ist oder nicht. Die einen sagen, Gott ist so geistig, da sind unsere Wahrnehmungsfähigkeiten, Hören, Sehen, Fühlen, Tasten, Riechen, das alles ist viel zu plump für die Wahrnehmung Gottes. Also du kannst Gott nicht spüren, sagen die. Die sagen aber dann, was du spürst, ist, dass deine Seele sich freut über Gott. Du spürst deine Seele. Also du spürst dich selbst. Und du spürst, dass es einfach passt. Was verbinden wir mit erleuchtet werden? Was verbindet die Heilige Schrift damit? Nämlich, dass ein Mensch merkt, im Wesentlichen passt. Nämlich, der Tod zum Beispiel hat nicht das letzte Wort. Ich darf teilnehmen an der Auferstehung Jesu. Und dann bin ich unterwegs mit der Freude der Emmaus-Jünger, die den Auferstandenen kennengelernt haben. Auch den Auferstandenen. Nicht nur den Wundertätigen, nicht nur den Gekreuzigten und Begrabenen, sondern denen sind auch die Augen aufgegangen für den Auferstandenen. Das freut den Menschen, wenn er weiß, er hat eine Zukunft nach dem Sterben. Jetzt ist es höchste Zeit, das wieder wegzutun, weil sonst werden wir zu sehr an die Sünde erinnert. Alles freilegen, was so der Wahrheit, der Liebe, der Freude, dem Frieden entgegensteht. Weg damit. Uns ist das Sakrament der Versöhnung geschenkt, ja? Dass wir da ausräumen und dass wir alles wegbringen, was uns ablenkt von den ganz wesentlichen Themen. Es geht ja um die Strahlkraft. Und das Licht, das wir sind, ist durch den Heiligen Geist, durch die Gnade, durch die Gegenwart Jesu geschenkt. Zu den vielen Dingen, die zu sagen sind, möchte ich und muss ich sagen, dass wenn jemand von Gott erleuchtet worden ist und in der jungen Kirche und die Apostelgeschichte erzählt uns davon, in der jungen Kirche hat man immer auch davon gesprochen, dass die an Jesus Glaubenden und die Getauften die Erleuchteten sind. Weil sie eben Licht gekriegt haben, welches nicht von der Welt kommt, weil da ist ja relativ finster, ganz finster manchmal, sondern sie haben Licht, das von Gott kommt. Und diese Erleuchteten, vom Heiligen Geist Erfüllten, die sollte man meinen, sind mit Jesus eines Geistes, also wenn der Geist Jesu mein Geist ist, dann bin ich mit Jesus eines Geistes, eines Sinnes, einer Meinung. Und die Jüngerinnen und Jünger unter sich sind auch einer Meinung in den wesentlichen Themen, auf jeden Fall. Nämlich, es gibt eine Auferstehung und es gibt einen Gott, der uns liebt, der alle Menschen liebt und alle Menschen erlöst hat und alle Menschen bei sich haben will. Also da sind wir uns darüber im Klaren. Ich beruhige manchmal die Menschen, wenn sie merken, dass sie als Christen leben und verschiedene Ansichten haben.
Da könnte jemand nämlich sagen, ist denn das möglich? Du bist Christ, du bist Christ, du bist Christin. Und jetzt haben wir drei verschiedene Meinungen. Wir können sagen, jede Sache hat drei Seiten. Nämlich so, wie es du siehst, erste Seite, zweite Seite, wie es ich sehe, dritte Seite, so wie es wirklich ist. Ich beruhige manchmal die Menschen, wenn sie merken, dass in der Kirche oder in der Pfarrgemeinde oder in meiner Klostergemeinschaft diskutiert und gestritten wird, oder in Familien kommt es auch vor, wenn da gestritten wird, dann beruhige ich sie damit, dass ich ihnen sage, lesen Sie mal in der Apostelgeschichte Kapitel 15. Das ist die Rede von den Jüngern Jesu, die alle vom Heiligen Geist erfüllt waren. Und da heißt es in einem Kapitel dreimal, dass sie gestritten haben untereinander. Ich lese nur ganz kurz Sätze. Da nun nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstand. Nicht geringer Zwist und Streit. Erste Stelle. Zweites, ein paar Sätze später. Als ein heftiger Streit entstand, das war eine neue Situation. Ein heftiger Streit. Dritte Situation im selben Kapitel. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten. Die Rede ist von Paulus, Barnabas und Markus. Zur Beruhigung, obwohl Licht da ist, obwohl Gnade da ist, obwohl Geist da ist, es muss diskutiert und bei Bedarf gestritten werden, immer zugunsten des Lebens. Und irgendwo heißt es dann, dass Petrus dann aufsteht und sagt, wie ihr wisst, hat Gott schon lange beschlossen. Also bei Gott ist es schon beschlossen, aber es geht darum, hier ist es, denn der Heilige Geist, nein, das ist nicht das, korrigieren, also ist jetzt nicht so entscheidend, aber Gott weiß es schon. Wir als Kirche, wir als Gemeinde, wir als Gemeinschaft müssen das noch begreifen, was Gott will. Gott weiß es schon. Wir haben teilweise so Programme im Kopf, die es dem Heiligen Geist relativ schwer machen, bei uns anzukommen. Weil der Heilige Geist genauso gewaltfrei ist wie Jesus selbst. Und wir wissen, was am Karfreitag passiert ist. Gewaltsam wurde er verabschiedet. Und dem Heiligen Geist, der Gnade, geht es nicht besser. Ich will ein zweites ansprechen. Also erstens, dass obwohl wir Lichtmenschen sind, so etwas wie Auseinandersetzung kennen dürfen, und das ist keine Sünde, brauchen wir nicht beichten. Manchmal sage ich den Leuten, vielleicht müssten sie beichten, dass sie zu wenig gestritten haben, dass sie sich untreu geworden sind, dass sie dem Geist der Gnade, dem innersten Leben, zu wenig Aufmerksamkeit und Treue erwiesen haben. Also streiten, obwohl volles Licht da ist. Ein zweites, was mir aufgefallen ist, da sind wir auch wieder in der jungen Kirche, Kapitel 16 in der Apostelgeschichte, also ich habe diese zwei gewählt, da ist der Paulus unterwegs und als Missionar und stellt fest, dass seine Konzepte, seine Pläne sich nicht so verwirklichen lassen. Und interessant, wie er das begründet. Da heißt es, weil ihnen aber, also den Paulus und seine Begleitern, weil ihnen aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden. Das heißt, die wollten nach Asien gehen, in diese Provinz. Der Geist hat es aber nicht erlaubt.
Leider, es steht nicht genauer dabei, wie der Geist das begründet. Hat das Wetter nicht gepasst? Ist das Schiff nicht gegangen? Oder was immer? Keine Ahnung. Es steht nur, der Geist hat es ihnen verwehrt. Ein paar Verse später heißt es, sie zogen nach Mysien entlang und versuchten Bithynien zu erreichen, doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. Und es steht wieder nicht dabei, wie sich der angemeldet hat. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann hat er eine Vision. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Und da wird ihm gesagt, dorthin gehen, nach Mazedonien. Sehr viele junge Leute oder junge Erwachsene oder auch ältere schon haben ihre Fragen, ihre Unsicherheiten hinsichtlich der besonderen Berufung, der individuellen, persönlichen, maßgeschneiderten Berufung. Was soll ich denn tun? Was ist denn der Plan Gottes mit mir? Und sie difteln jahrelang durch die Gegend. Ich denke, dass diese Hinwendung an Jesus, zu Jesus, dass dieses Nachfragen bei Jesus ein erstes sein muss und ein zweites unbedingt ein Hineinlauschen in die eigene Tiefe. Er ging in sich und hat dann gewusst, wo er hingehört. Also diese Treue zum Innersten. Und wir wissen, dass die Oberflächlichkeit unserer Gesellschaft eben hauptsächlich Kopf und ein bisschen Körpergefühl betont. Und dass die, die es mit der Stille und im Gebet ein bisschen lieber haben, dass die selten sind und dass diese sich ein bisschen einsam erleben. Und ich sage gleich noch dazu, der Mensch soll möglichst mit den Mitmenschen Austausch haben. Er soll Gemeinschaft haben. Das will der Geist Gottes, dass wir möglichst alles, ich zeige das kurz noch so schnell, dass die Zeit nicht, da habe ich so das Ich und das Du. Und wir sollten möglichst schauen, dass wir da Gemeinschaft haben. Was ist zu bedenken? Zu bedenken ist, dass bei jeder Art von Gemeinschaft, Freundschaft, Partnerschaft, Ehe, Familie, Kirchengemeinschaft, dass eine Art Resteinsamkeit bleibt. Es bleibt eine Resteinsamkeit, so nenne ich das, die dem lieben Gott reserviert ist. Aber wichtig ist, mit dieser Art von Resteinsamkeit bin ich unterhalb der Gefühlsebene. Da bin ich unterhalb der Gefühlsebene, wo ich nichts mehr spüre im strengen Sinn. Aber was dann für eine Partnerschaft oder für eine Gemeinschaft in der Kirche zur Quelle wird, wo dann aus dieser Tiefe etwas emporströmt, was dann zu den anderen kommt. Also, das sind schöne Themen und man könnte viel dazu sagen, je mehr ich aufmerksam bin auf diese Tiefe, desto mehr kommt in meine Mitwelt aus meiner Tiefe ihr zu, dieser Mitwelt. Also ich werde ein Geschenk für meine Mitmenschen umso größer, je mehr ich den Kontakt mit meiner Tiefe lebe. Also, erstes habe ich gesagt, Hinwendung zu Jesus im Gebet und zweitens die gesamte Existenz ernst nehmen. Alle Bereiche des Menschseins. Und für junge Menschen und junge Erwachsene ist es sehr wichtig, die Kräfte der Natur, die Gott uns geschenkt hat, unter dem Titel Sexualität, die alle ordnen und gestalten sich umso leichter, je mehr wir die höchste Instanz in uns verspüren. Weil dann
wird tatsächlich Sinn, Freude, Lebendigkeit, Beziehungsqualität aus der Tiefe gestaltet und nicht bloß im körperlichen Bereich. Ist das mit der Resteinsamkeit klar? Verstehen wir, was wir damit meinen und wo sich diese findet und dass wir deshalb uns nicht unwohl fühlen sollen, wenn uns jemand einmal nicht oder kaum versteht. Also das ist jedem Menschen mitgegeben, eine Resteinsamkeit. Und ich habe hier in diesem Haus vor 45 Jahren oder mehr durch einen Priester, mit dem ich sehr gut befreundet bin, gehört, als ich meine Fragen hatte, ob ich eventuell ehelos leben soll als Priester, und habe halt gemeint, wenn ich verheiratet bin, dann habe ich doch jemanden, wo ich mich anlehnen kann, der mich versteht, der Ja sagt zu mir, hat dieser Priester gesagt, du Paul, es gibt in den besten Ehen die Stunden der Einsamkeit. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich bin mal davon ausgegangen, dass es so ist und habe mir gedacht, okay, wenn es so ist, dann schaffe ich das, auch als ehelos Lebender. Und habe zu Gott gesagt, du musst mir Menschen schenken, damit ich kein komischer Typ werde und dass ich das verwirklichen kann, was ich immer will. Ich bin nämlich ein Beziehungstyp, ein Freund der Menschen, der die Freundschaft liebt, die Freundschaft mit Gott und den Mitmenschen. Dankeschön. Thank you.